Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite V2. V2, Entschuldigung. Und wo genau sind wir schon hier? Ja. Gut. Das heißt, wir werden hier mal ein bisschen was aufstellen. Zack. Zack. Reicht das so? Ich hoffe. Ansonsten hätten wir hier noch eine Landmine. Können wir hier noch eine Landmine stellen? Dynamit bringt, glaube ich, nicht viel. Von daher versuchen wir unser Glück mal so. Am besten, wenn die möglichst isoliert voneinander stehen. Da hinten ist auch noch einer. Ach, da stehen jetzt zwei, das ist natürlich schlecht. Es sind insgesamt vier und da hinten ist auch noch einer. Ich müsste den einen. Da hinten sind zwei. Die müsste ich mir halt doch irgendwie alle einzeln abcatchen. Das Gebiet ist sicher. Ciao. Dürfte keiner von denen gehört haben. Der liegt da zwar recht auffällig, aber das macht gar nichts. Und tschüss. Hä? Steck euch die Waffe weg, du Depp. Ist bekloppt. Na, es sind zwei. Na super. Okay, haben wir. Noch einer. Ich dachte, im Arsch, ey, das ist doch nicht wahr. Lecker. Jetzt habe ich noch dich. Aua. Er lebt nicht mehr, oder? Nö, gibt's auch keinen. Wenn da nicht drei gestanden hätten, ne? Nee, ich kann nicht das. Ich wollte eigentlich, dass er die Landmine wieder mitnimmt, wenigstens. Glückwunsch. Na gut, wir haben noch eine Granate, glaube ich, ne? Ja, eine F1-Granate haben wir noch. Glückwunsch. Sieben Schüsse im Magazin. Ich bin froh, dass das Ding nicht hier so ein
diesen Dingsverschluss hat, dass man auch jedem Schuss selber nochmal nachladen muss. Das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen den Arsch gerettet. Hallo? Danke. Gut, die Tür ist zu. Hä? Na, jetzt war irgendwie komisch. Was ist denn hier krachtechnisch eigentlich los? Was machen die denn, ey? Na gut, okay, da oben fliegen halt die Alliierten. Da wird ein bisschen mit der Flak gegengehalten, jedenfalls versuchen sie es. Okay, da sitzt niemand. Nee. Gut, wir sind jetzt, denke ich, drinnen. Also wir kommen jedenfalls ohne Probleme rein, hoffe ich. Munition könnte man mitnehmen. Wie haben wir für die? Ja, da können wir noch ein bisschen. Können wir so ein bisschen Munition klauen. Die brauchen sie ja nicht mehr. Von daher. Ist hier was drin? Ne? Ja. Wenigstens ein Goldbar und immerhin was. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da noch ein Maschinengewehr drin steht. Da vorne steht eins, da unten steht noch eins und sonst nichts. Ist irgendwie ein bisschen low. Du willst mich doch verarschen. Dämliches Ding. Können sie auch wieder mit ein paar Landminen ausrüsten, das ist natürlich perfekt. Hier liegen ein paar Dosen rum, alles klar. Ach, man hätte auch dadurch kommen können. Ja, da wären wir genau ins. Da wären wir genau den zwei Maschinengewehren in die Arme gelaufen quasi. Gut, dass wir da nicht lang sind. Ja stimmt, wir hätten auch den LKW in die Luft sprengen können. Das ist wohl richtig. So, hier hinten geht's auch nicht weiter, ne? Nö. Hier liegt noch ein Goldbahn. Ich wollte eigentlich hier drinnen gucken, ob hier noch einer liegt. Aber okay. Volle Munition. Na gut, für die wenigstens irgendwie noch mehr oder weniger ein Ersatzmagazin. Das ist ja auch was. Nur zur Sicherheit. Was haben wir denn wieder? Dynamit, eine Landmine, zwei Granaten. Sehr gut. Ziel erreicht. Finde einen Weg aufs Dach. Ich glaube, an Wegen mangelt es uns jetzt so prinzipiell nicht. Kommen wir da rein? Nö, schade eigentlich. Wäre ein prädestinierter Ort für irgendwas gewesen. Für Goldbahn oder sowas gewesen eigentlich. Kommt man nicht rein, ne? Was in Prenzlau geschehen ist? Ja. Keine Überlebenden. Ich hoffe, dass unsere glorreichen Kommandanten einen Plan haben. Denn ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch aushalten können. Was war das? Ich würde grundsätzlich sagen, ihr macht's nicht mehr lange, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Findet ihn. Sucht weiter. Komm raus, Scharfschütze. Geh mal suchen. Sucht weiter. So, get wrecked, du Sau. Huh.
Da sind also noch ein paar mehr, wie es scheint. Ich wollte doch nur den Typen looten, Leute. Lass mich doch mal. Schnauze. Da oben liegt so schön viel Munition. Ich habe nur 18 Schuss in dem Scheißteil. Das ist ja echt zum Kotzen. Ich werfe mal noch einen Stein, ob sich noch jemand meldet. Nö. Okay. Schauen wir es einfach mal als. Zeichen dafür, dass hier keiner mehr ist. Da ist ein Ausgang, das freut mich. Eine Landmine, sehr gut. Dinge, mit denen ich etwas anfangen kann. Landminen. Also nach oben geht es wahrscheinlich da lang. Oder? Also. Da geht es schon mal nicht lang. Hier geht es auch eher weniger lang, aber hier liegt ein Goldbarren. Danke. Das ist ein sehr stabiler Stuhl. Bleibt sogar in der Luft hängen. Wow. Next Generation Stuhl. Da geht's höchstwahrscheinlich auch nicht. Nö. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir müssen hier die Treppe benutzen. Deshalb gucke ich nochmal, ob hier irgendwo noch was liegt. Da liegt zum Beispiel nochmal Munition. Die könnte ich grundsätzlich brauchen. Die Frage ist nur, die ist voll für die halt, ne? Ja, vielen Dank auch. 44 Schuss. Ist nicht die Welt. Nimm doch einfach so eine Kiste mit. Da ist doch bestimmt Munition drin. Ich hab da so ein MG42 von draußen. Und dann geht's los. Da laufen wir hier durch. 1500 Schuss die Minute. Ich meine. Hilfe! Sanitäter! Schnauze! Das funktioniert ganz gut. Der erste hat mich zwar ein bisschen erschrocken, aber ansonsten. Achso, hier kann ich mich nicht hinlegen. Alles klar. Aber hier. Was der Typ so alles auch anhat, ne? Da so ein Gürtel da über die Schulter gelegt. Da noch eine Tasche am Bein. Alter. Sieht schon gut ab, was der mit hat. Wundert mich halt, dass der Typ da echt nur irgendwie, weiß ich nicht, so wenig Munition mit hat. Ich würde mir alles mit Munition voll pumpen, ehrlich gesagt. Ich würde alles nehmen, was ich krieg. Haupttreppe, Unterkunft. Unterkünft? Alles klar. Und wir gehen jetzt also mal in die Unterkünft. Telefon! Das Telefon schellt und ich bin im Keller. Vielleicht nur verwählt, doch ich bin schneller. Ich bin der Telefonmann. Ich gehe ans Telefon ran. Ich bin immer parat. Am Telefonapparat. So, ansonsten ist hier nichts. Nö. Telefon klingt auch nicht mehr. Schweinerei. Ich glaube, der Telefonmann wird diesmal zu langsam. Könnte auch sein, dass der im Flur liegt. Weiß ich nicht so genau. So, wir gehen erstmal alle Räume durch. Hier liegen jede Menge Gasmasken. Ich habe irgendwie Angst, dass das noch was bedeuten könnte. Sind die Fenster eigentlich offen oder sind die zu? Ne, das sind Metall.
Klappen davor, okay. So, hier ist Haupttreppe, das heißt, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite, da sind glaube ich auch noch Unterkünfte. Jo, Unterkunft. So dämlich. Da hat jemand ein bisschen Langeweile beim Schreiben. Unterkünft. Mit ein paar Farbklecksen. Ich glaube, der Soldat, der das geschrieben hat, hatte echt ein bisschen Langeweile. Hat sich gedacht, ach komm, kannst du mal machen. Die Unterkünfte sind zu. Alles klar. Da, Munition. Mach doch auf, Mensch. Mach das doch auf und nimm raus. Vielleicht liegt auch noch ein 42er da drin. Warum der sowas nicht mitnimmt? Ich würde das mitnehmen. Ich meine, 1500 Schuss die Minute haben oder nicht haben, ne? Ach, hier sind noch Unterkünfte, wie es aussieht. Jo. Ja, gut, okay, das sollten wohl eher mal Unterkünfte werden. Schätze ich. Liegt im Schrank was? Nö. Schade. Hätte sein können. Da liegt ein Goldbarren. Ja, ja. Wie viele Goldbarren die hier rumliegen lassen? Schweinerei eigentlich. Wir haben jetzt schon 4 Stück gefunden, glaube ich. Ja, 30 von 100. Also 100 werden wir, glaube ich, nicht gefunden. Werden wir, glaube ich, nicht finden. Das wird wohl nichts mehr. Wahrscheinlich hätten bei dieser Russenbelagerung mit dem Typen da, hätten wahrscheinlich voll viele noch rumgelegen. So. Ah ja, Haupttreppe, ich sehe schon. Ist wohnlich hier so, ne? Ja, doch, guck mal, ein paar Flak. Bisschen Flakmunition und so. Passt doch. Nehme ich die oder nehme ich die? Ich nehme die. Wenn wir jetzt langsam die Treppe hochgehen. Erster Stock. Ja, sag bloß. Nicht möglich. Da ist eher zu. Jetzt geht die Tür auf, kommt so ein Soldat raus. So. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet. Ja, auf der Decke haben wir natürlich keine... Alter, auf der Treppe haben wir natürlich keine Deckung. So rum. Jetzt war irgendwie... Oh, hi. Na, Kollege. Wie ich. Kann ich denn ran? Ja. Ciao. Was geht denn hier? Schaut euch um. Haltet die Augen auf. Findet ihn. Ciao. 3 für 1, nice. Kann man machen. Ja, wie der Typ auch zur Granate geguckt hat, was hat er da geworfen? Was hat er da nur geworfen? Pfff. Richtig dämlich. Ja, ne? Munition haben wir noch. Okay, wir haben noch genau ein Ersatzmagazin. Und einen Schuss. Der letzte Schuss ist für uns selbst. Umso mehr Schuss wir dabei haben, so länger wird das dauern. Voller Plan. Da kann ich leider nicht rumgucken. Ausgang. Alles klar. Huch, was sind denen gefetzt? Na, Kollege? Siehst ein bisschen ungesund aus. Lalalala, da geht's nicht weiter. Schade. Schade, schade. Lalalala. Tach. Du hast von dem ganzen Trubel gar nichts mitgekriegt. Sorry. 3 für 1 Granatenkill, ey. Schon krass. So, hier die Tür ist zu. Auch kein Goldbarren. Schade. Wieder eine Munitionskiste, die wir nicht benutzen können. Andererseits haben wir eigentlich gut Munition. Ja, wir sind jetzt überall beim Maximum. Also gut, beim Gewehr 43 könnten wir 4 Schuss mehr haben, aber... Pff, mein Gott. Oh. Apropos 4 Schuss. Wir sind quasi bis an die Zähne bewaffnet. Nur, naja. Oh, sehr gut.
Stolpermine können wir gebrauchen. Das ist natürlich wunderbar. Ah, noch so ein hässliches Munitionslager. Vor allem, ne, hier ist Munitionslager und so, da liegt der Gott dran. Munitionslager und so. Da sind hier irgendwie 6 Regale und 3 Kisten. Das war's. Das ist ein bisschen jämmerlich, Freunde. Gut, andererseits sollte man natürlich nicht zu viel Munition in einen Raum packen. Weil wenn da jemand mal reinkommt, also wenn da irgendein Schuss durchkommt oder was, dann fliegt die Bude in die Luft. Andererseits... Ich glaube, wenn hier eine Bombe trifft, ist sowieso vorbei. Oder? Mal ganz ehrlich. Ich meine, ist zwar fett Beton und so, aber... Ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig... was noch geht, wenn hier mal wirklich eine Bombe reinschlägt. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mich natürlich auch täuschen. Ziel erreicht, sehr gut. An den Flak-Dingern sitzt wohl niemand oder was? Ist ja kein Wunder, dass die Sache hier nicht funktioniert, Freunde. Hier sitzt keiner, guck mal. Hier ist leer. 3 Sitze, keine Sau da. Was ist los, Freunde? Kein Wunder, dass hier nichts funktioniert. Guck das doch an. Ach, da oben die Flaks ballert. Ah, aber das ist ein Flak. Ist auch nett. Wobei doch könnte die 88 cm Flak sein, ne? Das stimmt schon. Hier werden auch definitiv wieder Feinde. Dann werden das hier wahrscheinlich irgendwie so kleine sein und die dann wahrscheinlich gar nicht da rankommen, ne? Deshalb feuern hier nur die Großen. Ah gut, okay, das macht natürlich Sinn. Also eine 88 cm Flak, wenn die trifft, ist natürlich schon vorbei, ne? Ist schon klar. Aber, ja, weiß ich nicht. Okay, sind ein paar viele. Es sind ein paar viele da oben. Der guckt aber nicht die Treppe nach, ne? Nee. Voll der Depp. Ich würde doch gerade die Treppen gucken, aber naja. Ich meine, es macht sowieso keinen Sinn, dass die da oben patrouillieren, wenn die gar nicht wissen, dass irgendjemand da ist. Ich meine, was soll denn das bringen? Ich glaube nicht, dass sie damit rechnen würden, dass ein einziger Soldat ganz gechillt, locker, fluffig durch die... einfach mal hier reinkommt, weißt du? Und vor allem bis aufs Dach. Das ist einfach... noch irgendwelche Züge. Ja, gute Sache. Ach, wir können uns hier nur hochziehen. Na, Glückwunsch. Ist ja super. Das heißt, wir können hier nur drüber latschen und nicht dahinter Deckung suchen. Das ist ja super. Das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Na, guck mal. Das können wir mal mitnehmen gerade. Dürfte keinem aufgefallen sein. Der liegt da. Der ist eingeschlafen. Der schläft nur. Das habt ihr natürlich wieder gehört, ihr Pisser, weißt du? Müll im Boden. Was sagt los? Kommst du da drauf? Wisst ihr, Freunde, ich leg mich einfach unten runter. Was wollt ihr machen? Kommt doch her. Ich meine, ich sitze hier nicht in der Falle. Glaube ich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wenn hier eine Granate reinfliegt, dann sitze ich in der Falle. Das ist halt doof, aber... Ich glaube nicht, dass sie hier eine Granate hinwerfen würden. Ich werde dich binden. Klar. Ja, doch. Ja, doch. Sehe ich genauso. Wo stehst du denn? Ich weiß gar nicht da oben. Schade. Ja, Freunde, ne? Also, ich hab Zeit. Da ist er. Ach klar, mich hast du jetzt wieder gesehen oder was? Komm her, komm runter. Habt ihr was für dich? Komm mal doch runter!
war dumm. Kollege, das war dumm. Treppe runterrennen war nicht die beste. Das ist hier leider nicht, von da jetzt tatsächlich jemand kommen könnte. Müssen wir jetzt nicht eigentlich mitgekriegt haben, dass hier gerade jemand gestorben ist? Diese Flachs, ne? Sind doch teilweise ein bisschen problematisch. Wenn man jetzt in so einer Situation ist, sind die echt nervig. Das müssten sie aber gehört haben, oder? Ich weiß es nicht, die 88 cm Flak. Vielleicht zwei Stück. Müssen sogar vier sein. Das ist schon krass. Halt die Schnauze und komm runter jetzt. Was ist denn hier los? Was ist nur los mit euch? Gott. Das war dumm, Freundchen. Das war sehr dumm. Ich wollte es nur erwähnt haben. Oh, noch gerade. Die klingen immer, als würden sie genau neben einem stehen, ne? Also wenn sie... Oh, ich werde nicht getroffen. Cool. Schon mal auf die wechseln. Ich bin hier irgendwo, stell dir vor. Du Pfosten. Ich hab gesagt, Treppe runterrennen ist eine dumme Idee, Freunde. Hört mir doch zu. Hört mir doch wenigstens zu. Weißt du, ich meine, wir müssen ja keine Freunde werden im Leben. Das war tatsächlich ein guter Zug, dass da einer von da kam, während der andere da gerade so getan hat, als ob er kommt. Das war nicht schlecht. Muss ich lassen. Das war gut. War ein guter Zug, tatsächlich. Komm, halt dich auf, Schütze. Komm du doch. Das ist ein Problem. Hast du Angst vor mir oder was? Guck mal. Hier liegen doch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Ja, jetzt müssten es sogar 9 sein. 8 oder 9 Leute. Das ist nicht so schwer, mich zu erwischen, Kumpel. Okay, da liegt, als wäre er eingeschlafen. Er macht nur ein Nickerchen. Die sind alle nicht tot. Das ist falsch. Er ist auch kein Blut. Das ist, weiß ich nicht. Die sabbern. Die sabbern beim Schlafen alle so sehr. Das ist ein bisschen. Ne, weil hier so viel Rauch und so in der Luft ist, das ist ein bisschen dunkler. Ich weiß auch nicht, was ich hier rede. Ich bin schockiert, dass das gerade funktioniert hat. Ich bin schockiert. Eine Schande, dass das gerade funktioniert hat. Ich habe da schon mal eine Granate hingeworfen. Da hat schon mal jemand erwischt. Mann am Boden. Don't you say. Kein Scheiß. Kein Scheiß, Sherlock. Wechsel mal die Seite. Doof, weil die Sicht immer auf der Seite ist, ne? Kann man das irgendwie wechseln, sag mal? Ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen kacke. Dann sehe ich nicht, wenn hier einer die Treppe runterkommt. Das ist doof. Das ist alles ein bisschen. Also theoretisch gesehen müsste ich die Treppe jetzt hoch, ne? Weil die zeigen sich, glaube ich, eher nicht. Könnte natürlich auch schlau sein, einfach eine andere Treppe wieder nehmen. Wir haben ja noch gewisse andere Treppen. Vielleicht ist das gar keine so dumme Idee. Weil die gehen ja jetzt wahrscheinlich davon aus, dass ich unter der Treppe da sitze. Mann am Boden. Nee.
No shit, Sherlock. No shit. Da ist eine Flasche. Finde ich gut, dass sie die da hingestellt haben. Okay, also das ist hier sehr, sehr übersichtlich. Doch, ist sehr übersichtlich. Sehr übersichtlich. Ich sehe die Feinde direkt einfach. Alter Schwede, das wird interessant. Ich werde dich finden. Haltet die Augen auf. Findet ihn. Wenn ich jetzt gescheit anstelle, sterbe ich nicht. Wenn ich dumm bin, sterbe ich. Ich will nämlich hier gucken, wie die Schuppen sich hier irgendwo rumtreiben, aber das tun sie nicht. Also, wo zum Teufel stecken die Typen? Da drin? Kann natürlich auch sein. Kann sein, dass sie einfach da drinnen hocken und sich da Loris machen. Ne, da hinten ist einer. Ein bewegender Kopfschuss, ja, war sehr bewegend. Ich war emotional ein bisschen. Jawohl. Nächster bewegende Kopfschuss. Ist jetzt Ruhe? Nee, da hinten ist. Mist. Ja, wie gesagt, der weiß jetzt, wo ich bin. Wird in der Lauf wissen, wie er mich umlaufen kann. Ja, weil das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall zeigt er sich schon mal nicht mehr. Na gut, ist angeschossen. Ne? Ich meine, würde ich mich auch eher erstmal nicht mehr zeigen, so in der Öffentlichkeit. So generell so. Shit, Sherlock. No shit. Suchen die wieder übrig. Es müssten noch zwei sein. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Ja, mach mal. Do it. Just do it. Du. Ich hätte den erwischen müssen, Alter. Ich hätte ihn einfach erwischen müssen. Das war nicht ganz so schlau. Da hinten ist er wieder. Frage ich, ob er sich da zeigt, wo ich das jetzt möchte. Er ist hier irgendwo. Sieht gut aus. Da die Ecke wollte ich haben. So, wir bleiben mal vorsichtig. Ist das ein 88 cm? Sieht so aus. Warum liegt denn tot da? Ist jemand erschossen? Weiß ich gar nicht. Ah, cool. Gucke ich nochmal, wo die ganzen Toten waren. Wobei, ich weiß ja, wo die liegen. Ich will mal gucken, ob man da noch ein bisschen. Kann man noch ein bisschen MP-Munition theoretisch abgreifen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Oben dürfte niemand mehr sein, großartig, ne? Der hat einen 10 cm Flak, ist, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, gescriptet. Hey, Freunde! Aber vielleicht habt ihr ja auch noch die eine oder andere Mine oder so für mich. Finde ich ganz toll eigentlich. So, naja, komm.
Halt, da liegt noch einer. Nehme ich die MP-Mini natürlich auch gerne mit. So, jetzt müssen wir hier rüber. Der Typ hatte noch einen 43er, glaube ich, der hier liegt. Ja, wie gesagt, die sind gescriptet, dass die trotzdem noch schießen, weil da sitzt ja keiner. Wobei, jetzt wo du es sagst. Vielleicht sitzt da ja doch noch jemand. Noch wer? Nur einer, okay. Das heißt, hier liegt noch ein bisschen MP, aber die haben wir ja. Das heißt, dass da auch noch jemand sitzen müsste, oder? Tag. Hallo? Fick dich doch. Gut. Die Flaks schießen jetzt schon mal nicht mehr. Wir müssen hier rein, ne? Nö, aber hier liegt die Goldbahn. Sehr gut. Wo müssen wir denn hin? Sind wir hier gar nicht drauf? Ach, es kann sein, dass wir rüber müssen. Dass wir hier jetzt wieder runter müssen. Kann das sein? Jo. Ich halt hier mal wieder runter. Ach, hier ist auch die Tür auf, alles klar. Aber da dürfte eigentlich auch keiner mehr sein, oder? Theoretisch. Ich sag mal nichts. Wo müssen wir denn hin? Zum Winderaum. Also wir müssen schon hier lang, glaube ich. Jetzt eine Treppe nach unten? Ja. Ach, okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich die Winden irgendwie kaputt machen, kann das sein? Ah. Mann, wer da steht. Der gute junge Mann, Mensch, ach ja, der süße Fratz. Ja, geht so. Süßigkeit hält sich in Grenzen. Beseitige Müller. Ich krieg mal hin. Wo ist er denn? Im Ernst, wo ist er? Da. Oh. Was? Essen, würde ich sagen. Bam! Ciao. Krass, 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 krass. Wir haben ihn erwischt. Sogar mit X-Ray-Cam. Das ist schon was heißen mag. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier lang gehen sollten. Nö. Aber wir halten mal hier nur ein bisschen Ausschau und gucken mal, ob es hier was für uns gibt. Vielleicht den einen oder anderen Goldbarren. Nee. Die Weinflasche oben hatte ich mitgenommen, ne? Ja. So, warte, Treppe ist jetzt mies. Andererseits sind wir natürlich im Vorteil, weil wir die Treppe runter gehen, nicht hoch. Gut, wir müssen hier theoretisch nur noch lebend raus. Ich meine, es kann nicht allzu schwer werden.
Ich wünsche, ich hätte das gerade nicht gesagt. Ob da jemand drauf reagiert. Klingt nicht so. Oh, da müssen wir rein. Oh, war das gerade knapp. Halt mal die Augen offen. Ich kann leider nicht einblicken. Noch da nicht. Geht mal finden. Komm. Eins kommen wir drin. Rat mal. Schade. Scheiß drauf. Klappt nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Zeig dich ruhig, du Depp. Du bist vielleicht blöd, weißt du das eigentlich? Danke für die MP-Munition, du Pfosten. Okay, die muten mich also noch woanders. Das ist tatsächlich ganz gut. Genau machen die da? Das sind drei. Einer ist da hinten, den werden wir wahrscheinlich als nächstes cachen. Ist halt doch dämlich, ne? Nein, fuck. Das will ich wissen. Oh nein. Na gut, die machen natürlich so ein bisschen Pre-Fire-Action hier. Das ist die Falldeckung. Ciao. Nimm mich vor, du Depp. Schießen aber auch gut, ne? Ciao. Das war die Nase. Mist, ich hab den oben natürlich. Ich hab mich natürlich auf den anderen konzentriert, hab nicht gesehen, dass der andere gerade die Treppe hochrennt. Verdammt. Wenn ich das gesehen hätte, wäre es natürlich kein Problem gewesen. So, diesmal gehen wir direkt die Treppe runter.
Okay, also unten der Typ an der Treppe ist, glaube ich, nur ein... An diesem Treppengang da ist, glaube ich, nur einer, ne? Das heißt ja, wir könnten uns den theoretisch irgendwie schnappen. Nur, dass die anderen davon was mitkriegen. Könnte man ja versuchen. Können wir auch da lang eigentlich? Naja, du weißt das. Du weißt, dass ich hier irgendwo bin, Kumpel. Ich glaube, hier waren wir schon drinnen, ne? Ja. Ja, ich bin hier irgendwo. Jo, halt mal die Augen auf. Mach mal. Okay. Ja, genau, hier sind die Türen zu. Richtig, richtig. Ich erinnere mich. Ich werde dich finden. Na? Dumm gelaufen, Kollege. Dumm gelaufen. Hat mich gerade mal einen Schuss gekostet, du Pfosten. Der Rest von der Bagage dürft ihr unten irgendwo hocken. Schön an der Deckung entlang. An der Deckung entlang. Komm raus, Scharfschütze! Ich möchte erstmal was machen. Dann können wir uns um den Rest kümmern. Ich will hier mal schön die Deckung wechseln, oder dass die Deckung das mitkriegen. Okay, wir können aber leider, wir erwischen aber leider keinen, ne? Ist doof. Hast du schon eine Granate? Und ich werde dich finden. Ja. Ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts zu. Sei für eins Granatenkill. Oh, sieht ja lecker aus da unten. Die Stolpermine müssen wir jetzt leider lassen. Diesmal haben wir sie natürlich nicht gebraucht, ne? Ist ja klar. Hier ist auch keiner mehr, ne? Nur mal einen Stein reinwerfen. Ne, okay, die hat's erwischt, alles klar. Die Munition brauchen wir keine neue. Ich denke, das reicht noch. Genau da raus, wo wir reingekommen sind. Ja, das ist natürlich scheiße. Das ist nicht ganz so geil. Oh, Dynamit. Cool, danke. Ich natürlich gerne. Ja. Das ist hier so, dieses scheiß Foyer. Ich weiß ja nicht, ob hier unten jemand auf uns wartet. Ja, doch. Die warten auf uns. Natürlich tun sie das. Natürlich warten sie hier auf uns. Ist ja klar irgendwo, ne? Ein bisschen aufgescheucht haben. Halte die Augen auf. Ich werde dich finden. Wirst du, bin ich mir sicher. Was genau machen die da? Sucht weiter.
Ich habe leider keinen wirklich guten Winkel zum Schießen hier. Was natürlich dezent kacke ist. Ciao. Auch noch ein Kopfschuss. Nicht mal richtig gezielt, weißt du? Hat ihm direkt die Birne weggebraten. Geil. Boah. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Alter. Ich weiß auch nicht, wie viele das sind. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Da ist noch einer. Ach, jetzt hau halt wieder ab, du Depp. Und wenn das immer noch ein Scharfschütze liegt. Ja, natürlich durchaus möglich. Kann ich auch so. Ja. Ich würde schon die benutzen, die hätten nicht mehr Bums. Ne? Ja. Stimmt also theoretisch auch. Das ist für mich tatsächlich eine eher schlechte Ausgangsposition gerade. Und wir haben jetzt gerade den gelassen. Der hat einen Kopfschuss kassiert. Das war ein sauber. Wo lag denn da eine Landmine? Ich kann erinnern, irgendwo eine gelegt zu haben. Aber es ist jemand reingelaufen, von daher. Möchte ich mich da gar nicht drüber beschweren. Willkommen. Bisschen die Beine in der Hand genommen. Und weg. Und die Flaks schießen alle nicht mehr. Sehr gut. Oh, puh. So. Das, krass. 9 versteckte Kills, 53 Minuten, 20 Kopfschüsse per Fernrohr, 10 Kills aus Sprengstoff. Gesamte Schussentfernung 1962 Meter, 86% Genauigkeit, 22.420 Punkte. Nice. Und tatsächlich 8 von 10 Gold und 2 von 3 Weinflaschen. Ich glaube, bei dem General hätte bestimmt auch irgendwo eine Weinflasche mitgestanden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Längster Schuss 283 Meter war auf jeden Fall er. 4.160 Punkte. Boah. Na gut. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Alter, fast eine Stunde. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so lange geht. Wir sehen uns bei unserem nächsten Auftrag wieder und der wird bestimmt noch toller. Bis dahin. Ciao.